So. Kids Zimmer war ja eigentlich. Was ist das denn jetzt? Halt deine große Klappe! Oder ich mach dich platt. Ich weiß, wo du schläfst. Was? Unbekannte Nummer. Oh shit. Now I'm getting anonymous threats. It never ends. This has to be from Nathan. But it could be anybody. I better be doubly careful around here or I could be in serious danger. Das If ist I'm not already. wohl wahr. Es könnte jetzt von jedem gekommen sein, aber ich denke mal, es ist Nathan gewesen. So, Kates Zimmer. Klopfen. Kate? You in there? Yes, I'm here. Come in, Max. Oh, die sitzt ja schon wieder zusammengekauert da. Die tut mir irgendwie so ein bisschen leid, ne? Ich meine, die wird die ganze Zeit von Victoria gemobbt. Und nicht nur von Victoria, sondern auch von ihrer Freundin und so. Kate's art is perfect for a children's book. Everything looks so fun and colorful and positive. Ja, sieht positiv aus, aber das spiegelt nicht ihre wirklichen Gefühle dar. Denn ich glaube, ihr geht's gar nicht so wirklich gut. Wieso ist da der Spiegel, ein Handtuch drüber? Why did she cover up the mirror? She can't look at herself? Ich glaube, sie kann sich bestimmt nicht selbst anschauen. Kate is all alone dealing with this video bullshit. Da gucken wir mal I hope kurz her rein. Mother doesn't disown her. Betreff, ruf uns an. Kate, dein Vater und ich haben einen verstörenden Anruf von Direktor Wilson bezüglich einer Party-Videos von dir erhalten. Unser Bedenken, dich nach Blackwell zu schicken, scheint berechtigt. Bitte ruf uns heute Abend nach dem Unterricht an, damit wir diesen ausführlichen besprechen können. Ich hoffe, du hast keinen Schande über dich oder unsere Familie gebracht. Wir beten für dich und ich erwarte, dass du Gott und Vergebung bittest. Deine Mutter. Warum soll sie Gott um Vergebung bitten? Was kann der denn dafür? Weil sie wird hier gemobbt. Und ihr stellt es so dar, als wenn es eure Tochter gewesen wäre. Also Leute, ihr müsst euch eure Tochter auch mal anhören. Violine. Kate used to play the violin every morning. She stopped last week. Bis letzte Woche hat sie noch Violine gespielt. Das ist schon mal kein gutes Zeichen. Flugblatt. Kate's room is usually immaculate. For her, this must be a pigsty. Oh Gott, das ist ja Fotos. Damn, it's the all-American zombie family. Oh, das Bild sieht aber ziemlich nett aus, ne? Vor allem der Vater ist gut getroffen. Kurzhaarig. Die Schwester sehen auch alle fast gleich aus wie Kate. Was, eine Bibel? Kate even makes notes in her Bible. My parents never once took me to church. I had nothing to rebel against. I don't know what to believe now. Matthäus 11:28. Kommt her zu mir, all die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Erquicken? Ja, erquick mal weiter. Okay. Gut. Wir gehen jetzt erstmal zu Kate und geben ihr das Buch. Ach, das ist noch ein Foto, das gucke ich mir auch noch schnell an. Almost forgot what Kate looks like when she smiles. Oh, die kann so bezaubernd lächeln, die Kate. Aber durch dieses ganze Scheiß hier. Oh je. Yeah. Sprechen. Hey Kate, I brought your book. Max, why did you step in between David and me yesterday? Wegen David dazwischen gegangen? Oh, Kate heult ja. Oh, die sieht ja richtig traurig aus. Oh, Mädel. Oh, die tut mir immer mehr leid, ne? Ich hasse diesen Idiot. Ich hatte keine Wahl. Ich hatte keine Wahl. Ich hasse diesen Idiot. Ja, ob wir jetzt diesen Idiot hassen, ich weiß nicht. Ich meine, Max kennt ihn ja noch gar nicht so wirklich. Doch, klar, wir sind ihm schon einmal begegnet und da war er auch sehr unfreundlich, also... I hate bullies. David Madsen should know better. I was hoping he would.
But it's nice to see that you care about me. Kate, I actually do care. So, what's the story with you and David? Well, he's a total paranoid ass. He thinks I'm part of the Vortex Club. Yeah, right. Warum? Ich meine, der Vortex Club ist ja ein Club, ne? Ist ja so eine Vereinsclub. Und wieso wird jemand schlecht behandelt, nur weil er jetzt vielleicht diesem Club angehört? Also, es muss ja mit diesem Club noch eine tiefgründige Sache haben. Was ist denn mit dem Video? Hast du mit ihm gefeiert? Blablabla, warum? Was ist mit dem... Wir fragen mal, was mit dem Video ist. What about this video? And I swear, I haven't watched it. I can't even watch it, Max. Sollte ich es mir ansehen? Das werde ich nicht. Should I watch it? Just for posterity? Are you kidding? You know how humiliating this is for me? I know this sucks, Kate, but tell me about the video and maybe I can help. Basically, I went to one Vortex Club party and ended up making out with a bunch of people. And I have no memory of it. Klingt nicht nach dir. Warum bist du hingegangen? Das ist grauenhaft. Kann das sein, dass sie vielleicht Kate abgeführt haben oder ihr irgendwas im Drink reingemacht haben? Das hört sich schon fast so danach an. It doesn't sound like you. I can't see you partying with Victoria. I didn't. You have to tell me more than that. What happened at the party? Did you drink? I swear to God, I had one sip of red wine, and then I drank water. Siehst du, nur einen Schluck Rotwein und dann Wasser. Die müssen ihr irgendwas ins Trinken reingemischt haben. Not enough to get wasted, is it? I don't get wasted. Ever. I take a sip at church and I don't end up on a viral video, okay? Did somebody drug you? I remember getting sick and dizzy. Go on. Then Nathan Prescott said he would take me to the hospital. Also doch. Also haben sie ihr doch irgendwas ins Trinken reingetan und dann... Ach, Leute. Furchtbar sowas. Wie schlecht ging's dir? Nathan Prescott? Das war ein abgekartetes Spiel bestimmt zwischen Victoria und Nathan, wa? Nathan Prescott? Oh shit. He was being nice for a change when he offered to help me. He's the opposite of nice. What next? All I recall is driving for a long time. Then I woke up in a room. I thought it was a hospital because it was so white and bright. Go on. I'm listening. Somebody was talking to me in a soft voice. I thought it was a doctor until I heard Nathan and felt a sharp sting in my neck. And that's all I remember. I don't know what happened. I woke up outside my dorm room the next day. I didn't have any marks or bruises, but I felt gross. So, who took the video of you at the party? I have no idea. Probably Victoria. She was there being her mean self. Jesus, Kate. I'm sorry. This is serious shit. How do I get a viral video taken down? I know it's already spreading. What if my church sees that? I need to know what to do. Kate, we'll figure it out. I'll check back later, okay? Thanks, Max. You can put my book here near my bag. Oh Mann. Leute, habt ihr das gerade so mitbekommen? Alter, das ist echt übel. Also da ist ja wirklich eine richtige Verschwörung zugange mit Kate. Die haben ihr Drogen ins Trinken gemischt. Also quasi abgefüllt mit Drogen. Nathan hat ihr mitgenommen und irgendwo hingebracht in einem Raum, was hell war. Sie sagt, als sie zu sich gekommen ist, hatte sie blaue Flecken. Nicht, dass sie irgendwie misshandelt wurde. Das ist schon echt krass. Das ist richtig übel. Das hört sich schon alles irgendwie fast danach an. Und vielleicht wurde auch da denn das Video gemacht.
oder bearbeitet oder je nachdem, keine Ahnung. Das ist jetzt eine Vermutung, aber das ist ja, ne? Das schreit... Ouch. She left out Amnation. Das schreit eigentlich alles förmlich danach. Liebe Katie, sämtliche Dämonen der Hölle hätten mich nicht auf den Inhalt deines Videos vorbereiten können. Wie die Hure Jezebel zeigst du dich von den Augen Gottes. Ich werde mit meiner Gemeinde für die Rettung deiner Seele vor dem ewigen Höllenfeuer beten. Tante Morsch. Oh Gott, die Tante. Hilfe. Die ist auch natürlich voreingenommen. Ja, ist klar. Ich meine, es ist scheiße, so ein Video im Netz, ne, was verbreitet wird, das ist, Good Lord. This must be Kate's H.R. Geiger period. Das ist schon echt bitter, sowas. Und Leute haben heutzutage sämtliche Vorurteile, ohne irgendwie vielleicht mal die Person zu fragen, was überhaupt da passiert ist oder lustig gewesen ist. Ein Foto vom Kaninchen machen wir auch glatt. Tada! Ins Tagebuch. Gesichtsfeld. So, wo haben wir das denn? Ach, da oben ist das schon. Super. Gut. That is the cutest bunny ever. I bet Kate is a good mommy. Das Kaninchen, das wackelt ganz schön komisch rum. Was habe ich hier noch Schönes auf dem Tisch zu liegen? I had no idea that Kate ever hung out with Alyssa and Stella. Alyssa und Stella rumhingen. Also die müssen vielleicht dicke miteinander sein. Vielleicht sind sie sogar Freunde. That's a lot of tears. She's going to go through boxes. Ach, die Arme, die tut mir wirklich so leid, ne? Ich würde ihr ganz gerne helfen, aber ich weiß jetzt im Moment gar nicht, wie wir sie unterstützen sollen. Ja, gut. Ich glaube, wir müssen dann erstmal hier wieder raus, ne? Wir kommen, glaube ich, noch gar nicht raus, oder? Alter, wir kommen noch gar nicht raus. Kate is all alone dealing with this video. Das können wir ja schon. I hope her Tasche. Mother doesn't Ach, hier. Disown her. Hinlegen. Zack. So Max, can I ask you a question? And please be honest. Absolutely, Kate. Anything. I need to find out if Nathan Prescott helped me or hurt me after that party. Should I go to the police? Das Problem ist, liebe Freunde da draußen und liebe Zuschauer und auch liebe Kate im Spiel. Wir haben keine Beweise. Das ist sehr schlimm, wenn man keine Beweise hat und dann zur Polizei geht und die Sache dann schildert. Können sie auch erst wirklich was unternehmen, wenn man Beweise hat? Nathan ist nun mal in eine Familie geboren, die hier hohes Ansehen hat und ja, das ist irgendwie so ein bisschen kompliziert. Zur Polizei gehen. Ich meine, es wäre ja in erster Linie die bessere Schlussfolgerung, zur Polizei zu gehen und die Sache erstmal schildern, ne? Aber weil wir keine Beweise haben, was machen wir denn? Ach komm, ich würde jetzt erstmal sagen, zur Polizei gehen. Yes, you should definitely go to the police, Kate. I totally believe every word you say. Nathan Prescott is truly dangerous. Bless you, Max. I will go to the police, and also Principal Wells. With you as my backup witness, they'll have to take us seriously now. Backup witness? Well, I mean, I believe you and everything, but we're still just spoiled punk students to the cops and faculty. I just think we need to be very careful here. Why? Careful of what? Nothing. Except the Prescotts are a powerful family. I hope this won't backfire on us, that's all. Even though that rich bastard has earned some serious bad karma. He'll get it. Time out, Max. You actually told Kate to go to the police and the principal after getting a scary text threat. Now the police will definitely drag you into this shit.
Puh, wir gucken mal, was passiert, wenn wir die andere Frage wählen. Achso. So. Erstmal das Buch, glaube ich, wieder hinlegen, ne? So. Wir hatten ja aber das erste Mal gewählt, zur Polizei gehen, und jetzt werden wir mal gucken, was passiert, wenn wir nach Beweisen suchen wählen. If you do that, they won't believe you. You're on video grabbing at all those guys, and they'll use that against you. Bad. But I know I was drugged. That's what you have to prove, not them. I'm just telling you how the cops in school will look at this. The video doesn't exactly back you up. You make me feel so hopeless. No, no, Kate. I just don't want you to get hurt anymore. That seems impossible at this point. So that's your answer? I think we should wait. There are other things going on that might help you. But not right now. So I can walk down the halls with people calling me a viral slut. Thanks, Max. Ich bin so ein Zwiespalt. Good job, Dr. Max. Ich glaube, she didn't like what I had to say, but we need more proof of what happened. Ich glaube, ich wähle doch lieber zur Polizei gehen, auch wenn wir jetzt keine Beweise in der Situation haben. Aber ich glaube, das scheint mir vielleicht richtig zu sein. So, vorspulen. Und natürlich zur Polizei gehen. Und überspringen. Yes, you should definitely go to the police, Kate. I totally believe every word you say. Nathan Prescott is truly dangerous. Bless you, Max. I will go to the police. And also Principal Well. Überspringen das Ganze mal. So, gut. Wir haben jetzt die Antwort gewählt mit der Polizeigedöns und wir belassen das erstmal dabei. Ich glaube, das scheint vielleicht die richtige Wahl zu sein. Allerdings bezweifle ich natürlich, wenn sie zu dem Direktor geht, dass der was dagegen tut, weil er ist auch irgendwie so ein Arschkriecher, habe ich das Gefühl, wenn es um die Prescott-Familie geht. So. Oh, ein SMS von Chloe. Max, Essen. Two Reels. Seh dich da. Bricht dir beim Texten kein Finger. Hurra, Frühstück. Keine Emojis. Warum keine Emojis? Chloe, du hast doch früher immer Emojis gemocht, glaube ich, zumindestens. Hier ist ja auch nochmal was. Hier können wir auch nochmal kurz reinschauen. Oh, was ist das denn hier für Zeug? Juliet? Zeug, Zeug, Zeug. Hey. Ansehen. That is so damn cute, how much Dana is into this Halloween party. Oh, es besteht eine Halloween-Party demnächst. Trevors Jacke. Trevor is making himself comfortable. Ugh, hope they don't get busted. Cheerleader Outfit. I can't even imagine what life would be like being a cheerleader. Dramatic, I guess. Das Papierkorb. Dana. Die sexy Dana. Sprechen. What's happening, Dana? Everything cool between you and Juliet? Oh, yeah. Thanks again for releasing me from her captivity. By the way, the best and biggest news of the day is that Trevor asked me to the Halloween shindig. That's awesome, Dana. At least we're showing our faces together in public. So you absolutely should go with us. Borrow one of my outfits and come as a cute geek couple with your bitch Warren. I'm not big on cosplay. Don't let life pass you by, Max. So, are you coming to the party or not? Ja, nein. Ach komm, wir nehmen die Einladung an. Why the fuck not? If I hate it, I can always go back to my room. That's the spirit, Max. After this, you'll be ready for a rave. It does sound like fun. Now I have to go contemplate my party future. Okay, also wir wurden jetzt eingeladen. Das ist natürlich schön. Hm. Wie, mehr hat sie nichts dazu zu sagen? Außer, hm? Speaking of Halloween, look at all this makeup. At least Dana knows how to use it. Dana, Dana.
So, wir können auch nochmal Juliet nochmal hier fragen. Rollschuhe, geil. Wieso heißen die Dinger Rollschuhe? Das heißt normalerweise Inline, ne? Rollschuhe sind doch normalerweise die vierrädigen Dinger gewesen damals. Rollerblades. Rollerblades! I wanted to be a derby girl, but I almost broke my feet just putting them on. Alles klar, gut. Haben sie doch berücksichtigt. Whatever they're watching must be hot stuff. Hello, Juliet. Hey, Max. Did you check out Kate's hot video yet? Oh. Nicht cool. That's so not cool. I didn't get wasted on camera and get busy with the Vortex Club. Kate's not like that and you know it. Really? Check her out and tell me what she's like. Do you believe everything you see? Like Zachary sexting Dana? Touche. Now I feel like an ass. Thanks for finding out the truth yesterday. Bist du sicher? Are you sure? I thought you'd be pissed. Not at you. Part of me was almost disappointed because I built up so much rage. Glad to see you're back in action. You have a good heart, Max. And I won't watch Kate's video anymore. Or pass it on. That's the spirit. Thanks, Juliet. Sure. Talk to you later. Gut, wenigstens eine haben wir jetzt erstmal überzeugt davon, dass dieses Video totaler Mistbock ist. Ich hoffe, Dana macht das nicht auch noch. Ansehen. This is both sad and pathetic. Das ist so traurig als auch erbärmlich. Dana, ich bin wahnsinnig schlecht im Schreiben, aber ich dachte, ich sollte es tun, damit ich mich nicht auf ewig hasst. Ich weiß, ich tue vor allem anderen so, als sei ich... Ja, das hatten wir schon mal gelesen. Das müssen wir jetzt nicht nochmal vorplänkeln. Alles klar, gut. Juliets Zimmer? Klopfen? Ich weiß, sie ist nicht da. Sie sitzt ja hinten drinne. Aber wir haben es einfach mal gemacht. Ah, hier, Brooke, die Freundin von Kate. Hey, Brooke. Oh, hi, Max. Hast du den Schnee gesehen? Du wirkst abgelenkt. You look distracted. Everything cool? I was riveted by that weird snow flurry yesterday. I can't tell if you're being serious or not. Since I'm a science noob, I was wondering if you could explain it. I'm serious. Even meteorologists can't explain that snow. I bet Warren can. Did you talk to him yet? Warren? Nein. No, not at all. He's my friend, not my mother. True. And Warren really loves to talk meteorology with me, since I'm one of the few who can talk back. Talk to you later, Max. Bis später, Max. Okay, sie scheint mit Robin ziemlich viel zu reden. At least she's dedicated to her schoolwork. Okay, ihr scheint Schneefall so ein bisschen... Moment, da stand doch was mit Kate. Nee, Karte. Jetzt lese ich schon überall Kate, weil die mir einfach zu leid tut, ne? Die tut mir richtig leid. Ich meine, die wird da mit diesem Video da so gemobbt und gehasst und... Ach. Samuel truly is a weirdo. But he is great at cleaning up. Sorry.